kleiner Blick ins Journal. Was als nächstes ist der Raubüberfall. Stiehl goldener Diamantring aus dem Laden Angelines Aromalädchen in Einsamkeit. Das ist ja hier. Ich bin ja schon in Einsamkeit. Wie super praktisch. Ich grüße euch. Absolut. Ich will doch ganz bestimmt nichts klauen. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Immer diese stummen Anschuldigungen hier, die ich mir von den Wachen gefallen lassen muss. Angeliques Aroma da vorne, ne? Hey, wollt ihr fangen spielen? Nein. So, dann wollen wir mal was klauen, was? Huch. So, und zwar, was genau war das nochmal? Ein Ring? Goldener Diamantring. Hallo. Vielleicht oben. Yep. Ich hab dir nichts geklaut. Das stimmt überhaupt nicht. Hör auf mich so anzugucken. Ich bin kein Dieb. Naja, gut, vielleicht schon. Oh, Schneebeeren. Oh, Baumwolle. Oh, Elfenohr. Hey, ich darf deinen Schrott klauen. Das finde ich super. Was möchte ich noch haben? Das Gift auf jeden Fall. Jo, so eine Libelle. Das finde ich ja nett, dass ich mir das einfach mitnehmen darf. Bin ich super knorke hier. Selbstbedienungsladen Deluxe. Ach, sag mal, du hast nicht zufällig irgendwie Nirnwurz oder so? Da brauche ich noch ein paar von für so einen kleinen Auftrag. Ich hoffe. Ah, dann seid ihr also ein Nirnwurz. Nirnwurz, ja. Jetzt aktualisier doch mal die Menge hier. 19. Einer fehlt mir noch. Ein Nirnwurz noch. Oh, wie cool. Achso, ich kann ja auch was verkaufen. Und zwar ein paar Tränke. Hier, ich glaube, das habe ich gerade eben aus deinem Regal genommen. Das verkaufe ich dir aber netterweise für 12 Gold. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Kräuter und Zaubertränke braucht. Na klar. Dann komme ich sofort her und räume deine Regale leer. Ist ja wohl logisch. Noch einen Nirnwurz. Noch einen einzigen. Einen einzigen. Den finde ich bestimmt auch noch irgendwo. So, damit sind die Gildenaufträge hier gerade erledigt. Dann gehe ich mal zurück und liefere die ab. Da. Na, Diebesgilde. Jawohl. Reis. Reisen wir da schnell hin. Ja, da sind wir ja. Ich lass mich kurz selber rein. Guten Morgen oder abends, ich habe keine Ahnung.
die haben sie so schön düster und feucht. Das erinnert mich an mein Badezimmer. Elvin, weg, ihr alten Eulen. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Vielleicht später. Ich hab hier den Raubzug durchgeführt. Wenn das so weitergeht, verdient ihr euch noch meinen Respekt. Gute Arbeit. Danke. Ich hab gehört, dass ihr noch zusätzliche Aufträge habt. Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Etwas delikater. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Erzählt mir noch etwas über Bilanz. Wieso erzählen? Ich will einen machen. Bilanzaufträge. Die meisten Unternehmen in Himmelsrand dokumentieren ihre Aktivitäten in einem Geschäftsbuch. Euer Auftrag wäre es, die Zahlen in diesen Büchern so zu verändern, dass dadurch die durch unsere Aktivitäten entstandenen Defizite verschwinden. Das wäre ja praktisch Lust, für uns. Den Griffel zu schwingen. Na klar doch, ich mache es. Das höre ich doch gern. Also zieht los. Aber hallo. Ich nehme mal hier die Zettel mit, ich weiß nicht warum. Ach, da muss ich wieder nach Einsamkeit zum Kram mit Charme. Und Vex, was hast du für mich? Seid ihr fertig oder ja, nicht? Ja, Raubüberfall ist durchgeführt. Na, sauber. Ihr habt euch verhaften lassen. Was? Was glaubt ihr, was für ein Licht es auf die Gilde wirft? Ich habe mich überhaupt nicht verhaften lassen. Wie kommst du da drauf? Ich habe mich nicht verhaften lassen. Ich kümmere mich um Einbruch, wenn euch solche Arbeit nicht zusagt. Das ist doch Bullshit. Bei ihm geht es etwas direkter und sagen wir Einbrüche. Ganz einfach. Ihr brecht in ein Haus ein, schnappt euch einen bestimmten Gegenstand und seid wieder draußen, bevor die Bewohner überhaupt mitbekommen, was los ist. Alles klar, das kann ich. Der Haken an der Sache ist, dass ihr niemanden töten dürft, der dort lebt. Sonst könnt ihr die Bezahlung vergessen. Ja, das verstehe ich. Seid ihr bereit für einen guten alten Einbruch? Ja, da bin ich dabei. Gut, denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag, dann betrinken. Jetzt nehmt dies und geht. Nehmt dies. Und zwar Einbruch, komm schon, zeig's mir. Ich weiß laut. Auch wenn ihr von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Ich mache aber so gerne Ärger. Was sollte das denn gerade mit von wegen ich wurde verhaftet? Ich wurde gar nicht verhaftet. Ich habe Wichtigeres zu tun. Voll unfair, Manno. War das ein Bug oder sowas? Weil ich habe den Ring ja ganz normal geklaut und die haben mich dabei nicht erwischt. Sehr, sehr komisch. Warum nicht passiert das nicht normal? Nein, auf! Auf, sag ich! Gut, gut. Das heißt jetzt nach Einsamkeit und nach Weißlauf. Fangen wir in Einsamkeit an. Da. So einsam hier, oh nein. Oh, der Schädel ist ja hübsch. Mit einem kleinen Diadem auf. So, und zwar hier soll ich Kram mit Charme. Kram mit Charme war doch gleich hier. Das ist doch Kram mit Charme, oder? Nein, das ist glänzende Gewänder. Kram mit Charme ist ein weiter. Ein paar Münzen für einen Veteran. Nur das Geschäftsbuch fälschen, das kriege ich hin. Nur nicht erwischen lassen dabei. Darf ich bei ihm was mitnehmen? Nein. Beirand sagte, ihr. Für manche ist das Ramsch. Für mich sind es Schätze. Oh ja, Schätze. Hier den Ring darfst du haben und dann hier noch so ein bisschen Gift. Du magst doch Gift, oder? Gift. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Wo habt ihr denn euer Geschäftsbuch? Erzählt doch mal. Da oben? Da drin? Nee, hier nicht.
da drin? Jawohl. Fälsch, fälsch, fälsch. Was denn? Ich habe nichts gefälscht. Die gucken immer so, als wüssten sie genau, was man gemacht hätte. Aber das können die gar nicht wissen, weil die mich ja gar nicht gesehen haben. Und dann reisen wir mal gleich weiter nach Weißlauf. Jawohl. Einfach schnell ein paar Gildenaufträge machen. Ich will ja schön weiterkommen mit denen. Ich will sie ja zu unglaublichen Reichtümern führen. Ich hoffe, das funktioniert. Und zwar soll ich einbrechen in Carlotta Valentinas Haus oder Valentia. Das ist da. Ihr braucht etwas? Nö. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ist die gute Dame denn zu Hause im Moment? Hat die nicht eine Hintertür, wo man unbemerkt reinkommt? Nein, muss durch die Vordertür. Es wäre ja ein bisschen uncool, wenn die jetzt quasi gerade da ist und ich sie aufwecke oder sowas. Ich probiere es einfach mal. Das wird schon klappen. Ich schleiche ja mittlerweile auch recht passabel, glaube ich. Juwelenbesetzte Flasche, okay. Ah, da ist sie auch schon. Meins. Ja, am besten nicht lange rumlungern, sondern abhauen. Steckt ihr in Schwierigkeiten? Versteckt ihr euch deswegen? Vielleicht. Viel Spaß mit deiner juwelenbesetzten Flasche. Und damit, so. Zurück zur Gilde und Bericht erstatten. Ja. Rifton hat einen düsteren Ruf, seit sich die Diebesgilde in der Kanalisation unter den Straßen eingenistet hat. Ach, wieso denn düster? Wir sind doch voll supi und so. Da muss doch keiner Angst vor uns haben. Also wirklich, ein düsterer Ruf, nur weil wir ab und zu mal oder andauernd klauen wie die Raben, muss man uns doch nicht gleich einen düsteren Ruf bescheinigen. Heda, Delvin! Und ein Getränk. Bilanzfälschung ist erledigt. Und hier die Belohnung. Und es wartet noch viel mehr auf euch. Supi, danke. Bin bereit für Extraarbeit. Das trifft sich gut. Meine Kunden werden langsam ungeduldig. Was ist denn so mit Diebstählen? Es gibt wirklich jede Menge Leute, die ihre Wertsachen. Also, seid ihr bereit für eine kleine Diebestour? Das bin ich, absolut. Ich werde es erledigen. Sehr gut. Hier ist euer Auftrag. Danke sehr. Der Diebstahl? Na, wo geht's hin? Weißlauf. Alles klar. Ich hoffe, ihr bringt gute Nacht. Habt ihr etwas total. Einbruch ist erledigt. Gut. Dann braucht ihr jetzt wohl euer Geld. Da hast du recht. Dankeschön. Ich bin bereit für Extraarbeit. Was soll es sein? Denunziation. Wenn ein Kunde uns braucht, um einen anderen auszuschalten, benutzen wir andere Methoden als die dunkle Bruderschaft. Wir finden eine andere Möglichkeit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Ihr schmuggelt gefälschte Beweise in das Haus der Zielperson, dann geben wir der Stadtwache einen Tipp. Der Rest geht dann ganz von allein. Clever, clever. Meint ihr, dass ihr das schafft? Ich schaffe alles. Ist so gut wie erledigt. Denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag, dann betrinken. Warum denken alle Leute, ich würde mich betrinken?
Na, und wo geht der Auftrag hin? Auch in Weißlauf. Ja, super. Supi, supi, supi. Dann laufen wir mal weiß. Ja? Ja. Was macht der, die denn hier? Der oder die? Ist das nicht die Priesterin, die draußen normalerweise rumläuft? Hm, eventuell hat die jetzt einen geheimen Eingang entdeckt. Hm, das ist aber... Die sagt bestimmt nichts weiter, die ist doch verschwiegen. Währenddessen ziehen wir nach Weißlauf. Genau dorthin. Und gehen noch ein bisschen unseren düsteren Geschäften nach. Die so sehr düster sind, dass sie fast düster erscheinen. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Was redest du da? Wer bist du? Was braucht ihr? Eulen. Kampfgeborenen, da muss ich das platzieren. Und da hinten in Jorvaskr muss ich stehlen. Okay. Erstmal versuchen wir hier zu platzieren. Okay, war das hier? Nee, da oben, ne? Dieses Haus, richtig? Ist gerade abgeschlossen. Ich versuche mal ein Hintertürchen. Ich bin nicht hier, beachtet mich nicht. Da, Kupfer dir den mit Saphir gestohlen platzieren. Rosi muss nach oben. Na, das ist ja immer ganz super. Wo geht denn die Treppe hoch? Ist das hier? Jawohl. Immer dieses Orientieren hier drin. Hier rein? Oder sehe ich das falsch? Nee, ich glaube, hier muss ich das platzieren. Kupferdiadem gestohlen. Jawohl. Und jetzt wieder raus hier, ganz unauffällig. Ihr habt hier nichts zu suchen. Du hast recht, tschüss. Ich werde. Hoffentlich ist das dadurch jetzt nicht in die Hose gegangen. Na, das wird schon geklappt haben. Und ich habe meistens mit schäbigen Dieben und betrunkenen schäbige Diebe. Wen nennst du denn hier schäbig, du Schneckenminister? So, und das andere Clown war hier in Jorvaskr von Torvar. Goldener Ring der irgendwas. Oh, hoffentlich versaue ich das nicht beim Taschendiebstahl. Da sollte ich vielleicht einmal ein bisschen quicksaven vorher. Das letzte Mal Taschendiebstahl ist ja schief gelaufen, da erinnere ich mich noch dran. Lang, lang ist's her. Ach, muss ich erst die Tür zumachen, bevor ich sie wieder aufmachen kann? Oder wie sieht das aus? So, wo ist der gute Tor war? Der schläft unten. Dip, 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 dip.